Hallo und willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin René und wir sind Teil Nummer 2 von diesem gelben, coolen Fahrzeug. Ja, Teil Nummer 2. Teil Nummer 1 hat sich darum gedreht, wie wurde es gebaut, worauf ist zu achten, was hat es für Features, was hat es für Gimmicks. Teil Nummer 1, wer es nicht gesehen hat, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wer bis zum Schluss warten will, da ist es auch nochmal in der Endcard verlinkt. Ja? Also, auch das könnt ihr gerne nachholen, sofern ihr es noch nicht gesehen habt. Teil Nummer 2, ihr seht, es steht fertig vor mir, sprich, wir kümmern uns jetzt mal ums Review. Und da fangen wir mal ganz klassisch an. Was habe ich überhaupt hier stehen? Ich habe hier stehen von der Firma Gulli. Ja, Firma Gulli ist vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff. Wenn nicht, schreibt es euch auf. Die sind echt gut. Das ist jetzt mittlerweile mein drittes Modell von der Firma Gulli. Angefangen hatte ich mit einem Static King Kong Verschnitt, Mechanical Verschnitt. Und der war schon richtig cool. Dann hatte ich einen Lamborghini im Batman-Style, der war auch richtig cool, hatte ein bisschen seine Mankos, aber im Großen und Ganzen war er auch ganz gut. Und hier, das Ding ist nochmal einen Ticken besser geworden. Also je mehr Modelle sie bringen, umso besser werden sie. Cool. So viel zur Firma Gulli, relativ frisch auf dem Markt, was jetzt die Eigenkreation betrifft. Aber kurzum, ich habe jetzt hier von der Firma Gulli die Artikel Nummer 10622, eine Kerfte Sports Car. Kerfte, ja, Kerfte, denn Firma Gulli hat keine Lizenz. Wenn ihr mich fragt, braucht auch kein Mensch, es kostet nur unnötig Geld, das können wir uns sparen, denn wir wollen ja das Modell haben und nicht irgendwelche Firmen mit Lizenzen bezahlen. Meine Meinung, meine persönliche Meinung. Denn um das Modell nachzubauen, bedarf es auch gar keine Lizenz. Lasst euch das nicht von irgendwelchen dänischen Firmen erzählen, dass ihr das unbedingt braucht. Nein, es ist ganz legal, wenn die Autos so im Spielbahnbereich nachgebaut werden. Ja, das mal so am Rande, das bedarf keiner Lizenz und deswegen kann ich auch gerne darauf verzichten. Es soll darstellen eine Chevrolet Corvette C8 Z06 und da muss ich jetzt mal sagen, wenn ihr euch mal die Fotos von dem Real Car anguckt, na okay, so genau ist die Optik jetzt nicht getroffen, aber in der Summe mit dem, was man mit Techniksteinen umsetzen kann, ist es dann doch wieder ganz gut gelungen. Denn das Real Car hat eine geschwungene Motorhaube, hat einen geschwungenen Heckspoiler und so weiter. Das können wir hier einfach mit Klemmbausteinen aus dem Technikbereich nicht realisieren. Deswegen, so wie es jetzt hier steht, ist das schon eine ganz, ganz gute Umsetzung und sehr nah am Real Car dran. So, diese nette kleine gelbe Corvette. Wenn ihr euch die bestellt, sie liegt so preislich um die 120, 130 Dollar, je nachdem, wo ihr sie bestellt, mit Versandkosten, mit Rabatten. Ja, 120 Dollar, 120 bis 130 Dollar ist auch dann die Range mit Power Functions. Ihr kriegt das Modell in verschiedenen Versionen, mit Power Functions, ohne Power Functions, mit Karton, ohne Karton. Schaut einfach mal bei eurem Lieblingshändler rein. Meiner ist BBW, wisst ihr, auch da habe ich das gute Stückchen bestellt und bestellt die Version, die für euch am sinnvollsten ist. Wobei, ich würde euch definitiv zu der Version mit den Power Functions raten. Ich ja sowieso, weil ich stehe auf Power Functions. Ich mag es, wenn man es am Schluss bespielen kann. Ja, und dann kommt es zu euch nach Hause und ihr packt euch fröhlich aus. Ich glaube, es waren 10 oder 11 Tüten. Wobei, es waren dann nur 10 Bauabschnitte oder so. Habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf. Der Bau liegt schon ein bisschen zurück. Verzeiht es mir. Aber es geht recht zügig voran. Ihr habt es ja auch gesehen, ich habe nur ein Bauvideo gemacht. Also da tauchen keine Schwierigkeiten auf, es tauchen keine Fehler auf. Es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach. Einzig und allein etwas gewöhnungsbedürftig ist bei Gulli die Anleitung. Da müsst ihr euch ein bisschen reinfuchsen. Die einen sagen, sie finden das richtig gut. Finde ich vom Grundprinzip her auch richtig gut, dass die Anleitung, der alte Bauschritt ist komplett verblasst und der neue ist in Farbe dargestellt. Finde ich irgendwo auch ganz gut, wobei ich finde es, wenn der alte Bauschritt verblasst ist, besser und nicht vergraut. Deswegen ist das hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hier muss man ab und zu mal gucken, wo ist man gerade. Aber das Modell selbst wird auch sehr wenig gedreht, finde ich, ist immer ein Pluspunkt in der Anleitung. Sowie auch Anfänger kommen gut durch, denn, und die Profis werden es hassen, die Bauteile haben innen drin alle eine andere Farbe. Also innen drin ist eine reinste Farbseuche hoch 10. Könnte glatt aus Dänemark kommen, da kennen wir das auch. Wobei die hier sind noch schlimmer, muss ich mal zugeben. Die sind noch schlimmer. Hier hat echt jedes Zahnrad im Inneren eine andere Farbe. Jede Achse hat eine andere Farbe, damit die auseinandergehalten werden können. Aber, das ist gar nicht so schlimm. Ja, es erleichtert den Bau, zumindest für Anfänger, ganz enorm. Und man sieht am Schluss nichts mehr oder nur noch
sehr, sehr wenig. Also, wenn ich jetzt mir das Modell hier so nehme und von der Farbseuche jetzt mal drauf gucke, sehe ich genau einen orangenen Pin, da ist noch ein orangener Pin. Und das war's. Der Rest ist die normale Farbseuche, die wir kennen, sprich blaue Pins, rote Achsen, Schwamm drüber. Das haben sehr viele Hersteller, da will ich mich jetzt mal nicht drüber aufregen. Aber die restliche Farbseuche, die hier Gulli einbaut, ist alles verkleidet, ist alles versteckt. Sehr schön, sehr, sehr gut. Auch was ich persönlich immer gut finde, ist, Gulli geht hier so ein bisschen einen anderen Weg. Die bauen teilweise, okay, der Lamborghini Batman-Style war komplett mal ein Fancy-Car. Aber auch hier gehen sie Wege in Richtung Fancy-Car. Nämlich der Motor, den wir hinten angebaut haben. Also zum einen der Motor, ein Fake-Motor mit Trans-Clear-Zylindergehäusen, mit roten Zylindern drin, mit Light Blue Grey Pleuelstangen. Ein Träumchen vom Ank, schauen her. Und man sieht nachher nichts mehr, weil er wurde schön verkleidet, wirklich schön verkleidet mit Flat Silver Teilen, mit angedeuteten Turbinen. Also ein bisschen Schnickschnack drumherum. Nettes Spielzeug, ein sehr nettes Spielzeug. Ja. Ansonsten haben wir hier ganz normales Hypercar Maßstab 1:8. Und es tut, was es soll, nämlich fahren. Ja, Bau hatte ich ja bereits gesagt, ist ein bisschen tricky. Man muss sich in die Anleitung ein bisschen reinfuchsen, aber da kommt ihr ganz schnell rein. Also keine Angst, keine Scheu davor. Ansonsten kommt die Edition mit den Power Functions, sprich die Dynamic Edition Version, einher mit zwei XL-Motoren, einem L-Motor und drei Mikromotoren, LEDs und ein paar Verlängerungen sowie zwei Akkuboxen und auch zwei Fernbedienungen. Ja, beide sind dabei. Wir kennen es ja von Malking, die geben auch manchmal zwei oder drei Akkus dabei, aber nur eine Fernbedienung und wir sollen immer umschalten. Auch bei Gulli besser gelöst. Wir kriegen gleich zwei Fernbedienungen. Ob ihr die euch jetzt anordnet, wie ich da übereinander oder nachher, wie es dann Gulli in der Anleitung sagt, nebeneinander, das ist eurer persönlichen Haptik überlassen, wie ihr das Modell am besten steuern wollt. Dann gibt es auch noch ein bisschen Spielereien, wie ihr dann die Akkuboxen anschließen wollt, ob ihr jetzt die zwei XL-Motoren auf einen Port legt oder auf zwei Ports legt oder die LEDs da drauf legt oder die LEDs auf Port C legt und dann später nur dazu koppelt über die Fernbedienung. Ja, auch über die Fernbedienung können wir die Ports koppeln, nämlich über die, nämlich über die Tasten hier unten. Auf dieser könnt ihr den Kanal A und B auf einer Akkubox koppeln und hier könnt ihr den C noch dazu schalten oder nur A und C koppeln. Also da gibt es in Sachen Anschlüssen sehr viele Möglichkeiten und auch mit zwei Fernbedienungen spielen nicht zusammen, sondern separat. Aber dennoch gibt es da sehr viele Optionen, wie man das Modell dann anschließen kann. Finde ich sehr nett. Ihr habt aber nicht nur die Fernbedienung zum Bedienen. Nein, ihr könnt euch auch hier über einen QR-Code die App runterladen. Die App ist auch sehr gut gehalten, muss ich sagen. Gibt auch einige Einblicke darin, was Gulli vielleicht noch demnächst vorhat. Auch sehr nett. Absolute Sticker-Seuche hat das Modell. Ich habe sie nicht drauf gemacht, wie ihr seht. Und wir haben jetzt auch nur die, in Anführungsstrichen, Fake-Sticker drauf, also sprich ohne Lizenz. Wir kennen es ja von diversen anderen Herstellern, die legen dann sowohl die echten Sticker dazu mit dem Real-Namen, als auch die gefakten Namen. Hier haben wir nur die gefakten Namen drin. Ist okay, aber es waren mir eindeutig zu viele, deswegen habe ich es nicht drauf gemacht. So, ja, Anleitung sehr einfach, sehr schnell. Man kommt gut durch. Beute haben wir auch. Klar, zwei Akkuboxen, entsprechend auch zwei Ladekabel, einen kleinen Schraubenzieher, den ihr müsst in die Fernbedienungen AAA-Batterien einlegen. Wir haben einen Teiletrenner, wobei der Teiletrenner ist für Technik sowas von ungeeignet. Schwamm drüber. Eine kleine Achse sollten wir uns noch bauen, mit Zahnrad hinten dran. Das dient nämlich der Höhenverstellung des Fahrwerks. Oder des Spoilers, weiß ich nicht mehr ganz genau, weil ich habe hier die Dynamic Version. Somit hängt bei mir ein Motor dran und das habe ich nicht getestet. Um den Heckspoiler auszufahren, haben wir einen kleinen Aktuator drin. Beziehungsweise bei mir waren sogar zwei drin. Einer war leichtläufig, einer war schwerläufig. Kleiner Bautipp, nimmt den leichtläufigen. Ich habe erstmal den genommen, der in der Tüte drin war. Der war viel zu schwer. Der hat nicht funktioniert. In einer separaten Tüte war dann noch einer drin. Und dann habe ich den genommen und der war wesentlich leichtläufiger. Und mit dem funktionierte auch mein Heckflügel, denn der wird nur über einen Mikromotor angesteuert. Der hat halt keine Power. Ja, aber er tut, was er soll. Ansonsten ist noch übrig geblieben ein paar U-Joints, sprich Kardangelenke, ein paar Pins. Das heißt, ihr könnt auch die Fernbedienung
wie gesagt, zusammenklemmen, wie ihr das möchtet. Die Liftarme jetzt hier rechts und links bei mir sind meine eigenen, aber ich denke mal, die sollte ja auch jeder irgendwo mal rumliegen haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, ein paar Pins. Ein 5er Liftarm habe ich hier noch rumliegen. Keine Ahnung, wo der her ist. Und das ist dann auch schon die Beute. So. Und dann kommen wir doch mal schon zum nächsten, nämlich zu den harten Fakten und zu den Maßen. Ausgewogen habe ich ihn schon. Mit Power Functions bringt das gute Stück 2973 Gramm auf die Waage, um genau zu sein. Also sagen wir mal 3 Kilo. Ja, also da sind wir auch wieder im typischen Hypercar-Gewichtsfeld unterwegs. Das wird bewegt werden, wird hier durch zwei XL-Motoren realisiert. Und noch weitere Features, dazu komme ich dann gleich. Länge. Hupsala, mal den Kaffee außer Reichweite stellen, sonst fahre ich den auch bestimmt gleich um. In der Länge haben wir es zu tun mit guten 55, 56 cm, sowas um die Kante. In der Höhe gehen wir über das Dach und haben da 15 cm. In der Breite über die Außenspiegel. Die sind übrigens hier fest und nicht durch irgendwelche Systemsteine gelöst, sondern auch mit Technikpaneelen. Haben wir dann 29,5 cm in der Breite. So, das sind die harten Fakten und das entspricht alles einem ganz typischen, klassischen Hypercar. Und ihr seht auch, ich kann ihn hier relativ gut heben und nehmen, wo ich will. Er ist sehr robust, er verzeiht sehr viel. Man kommt auch gut mit den Fingern drunter zum Anheben. Mega. Vielleicht einmal für die Optik, dass ihr seht, wie er auch von vorne aussieht, beziehungsweise von der Seite. Und ganz wichtig bei einer Corvette, auch das Hinterteil. Und ich finde, das ist ja auch sehr gut getroffen und das ist wiederum auch sehr gut am Original dran. Ja, nicht der typische Corvette-Hintern, aber den hat das Original auch nicht. Also nicht den, den wir noch von früher kennen, ich sag's mal so. Auch Corvette entwickelt sich ja weiter. So, das einmal in der Rundumsicht. So, kurze Stärkung. Denn jetzt geht es weiter. Wir wollen ihn ja auch bespielen, beziehungsweise Gulli gibt uns ein paar Werbeversprechen. Und den will ich jetzt mal auf den Grund gehen. So, Werbeversprechen Nummer 1. Ich gehe jetzt einfach mal in der Liste nach, wie es auch Gulli so hier in der Werbeanzeige schaltet, nämlich wir sollen den Heckspoiler rauf und runter fahren können. Heckspoiler, ja, wie es der Name sagt, am Heck. Ich bringe es mal ein bisschen in die Position, dass ihr es auch sehen könnt. Die Fernbedienung geht nach einer Zeit wieder aus. Finde ich persönlich gut, wenn es auch manchmal ein bisschen nervt, aber grundsätzlich finde ich es gut. So, Heckspoiler beim Heckspoiler. Wir fahren ihn hoch und wie gesagt, das wird durch einen Mikromotor realisiert und da ist er schon oben. Oder auch wieder runter. So, dieses Werbeversprechen stimmt. Kann ich unterschreiben. Passt. Läuft gut und geschmeidig. Das nächste Werbeversprechen. Die Türen sollen sich öffnen lassen. Ja, die Türen werden auch von zwei Mikromotoren angesteuert. Einer rechts und einer links. Sprich, wir können die Türen separat öffnen. Sie hängen sich ab und zu mal ein bisschen an den Paneelen hier auf, weil die sehr dicht zusammen sind. Ihr seht, das klappt nicht ganz so gut. Wenn man die ein bisschen zurückdrückt, sollte das dann auch wieder funktionieren, aber auch nicht lange. So, und auch wieder zu und zu, auf und auf, zu und zu, auf. Klappt also auch wunderbar, ja? Einfache kleine Mikromotoren. Klasse. Funktioniert. Also, nächstes Werbeversprechen von Gulli. Eingehalten. Jawohl. Dann das weitere Werbeversprechen. Wir sollen die Fronthaube öffnen können. Und ja, jetzt werdet ihr ein bisschen Farbseuche sehen da drin. Ja. Also, da ist noch ein bisschen was drin. Habe ich unten noch was abgerissen? War das wichtig? War das wichtig? Jein, das war bedingt wichtig. Ich habe mir jetzt hier unten drunter beim Anfassen einen kleinen Systembrick mit Kreuzaufnahme abgerissen, der
sollte den Mikromotor auf der Beifahrerseite ein bisschen stabilisieren. Legen wir mal kurz zur Seite. Türen habt ihr gerade gesehen, das ist im gleichen Werbeversprechen, so wie auch die Heckklappe. Und ja, die lässt sich nicht ganz so gut öffnen, weil in die Heckklappe gehen Flex-Access rein. Die drücken das halt immer wieder runter. Aber letztendlich, man kann sie auch öffnen, wenn man sie auch festhalten muss. So, das ist quasi dann die Motorhaube, denn die Corvette hat ihren Motor ja hinten. Das nächste Werbeversprechen. Ja, ein höhenverstellbares Fahrwerk, beziehungsweise hier kriegen wir mehrere Werbeversprechen. Fangen wir mal mit dem oben links an. Ein höhenverstellbares Fahrwerk. So, wir stellen ihn mal seitlich, drücken auf Knöpfchen und wir sehen, er fährt sich hoch. Ich war beim Bauen etwas skeptisch, ob das so funktioniert und ob ich richtig lag, denn die Höhenverstellung vorne hat viel, viel mehr Spiel als die Höhenverstellung auf der Hinterachse. Deswegen müsst ihr das beim Bauen schon einigermaßen vermitteln. Könnt ihr alles im Bauvideo Nummer 1 sehen, da habe ich es einigermaßen hoffentlich verständlich erklärt. Aber wenn ihr das erstmal geschafft habt, dann läuft das einmal frei. Selbstverständlich habt ihr dadurch, dass ihr vorne mehr Spielraum habt, ein bisschen Spielraum in Sachen Optik. Ja, man kann sich die gute alte Keilform realisieren, dass man ihn vorne ein bisschen weiter einfedert und hinten ein bisschen weniger. Er fährt immer gleichmäßig hoch und runter, also die wird dann immer bestehen bleiben. Aber nett ist es, dass man da auch ein bisschen Spiel hat, wenn man möchte. Ansonsten für die Vitrine würde ich mir ganz runterfahren. Sieht einfach besser aus. Aber für den Spielbetrieb brauchen wir vorne ein bisschen Luft. Sieht nicht mehr ganz so toll aus, aber die Räder sollen sich ja auch schließlich lenken lassen können. So, das nächste Werbeversprechen. Ja, die Heckansicht bzw. Leiteffekte. Die Leiteffekte habe ich mir jetzt angeschlossen auf die Fahrmotoren. Ich habe meine Fahrmotoren auf A und B angeklemmt. Also ein XL liegt auf A, der andere liegt auf B. Habe ich gekoppelt über die Fernbedienung, dass Kanal A und B zusammengeschlossen sind. Und ich habe die Vorderlichter auf A gelegt, die Rücklichter auf B gelegt. Und somit ist meine Akkubox auch nicht großartig gewachsen. Das läuft alles sehr gut. Die Lichter vorne. Kann man sehen. Ja, die leuchten sogar relativ gut. Was ich auf dem Heck, wenn ihr nichts seht, ist es nicht schlimm, denn die sind so tief drin, da kommt fast kaum ein Lichtfunke nach draußen durch. Also hinten die Beleuchtung könnt ihr euch gänzlich sparen. Die ist kaum ersichtlich oder ihr müsstet sie umlegen, dass sie mehr nach draußen kommt. Und dann läuft die Sache auch. Also sagen wir mal, lichttechnisch Werbeversprechen semi. Vorne gut, hinten schlecht. Ist okay. Ist okay. Wir haben eine nette kleine Spielerei dabei. Passt schon. Dann das nächste Werbeversprechen und das ist das größte, was mich so gereizt hatte, ist eine dreifache Geschwindigkeit. Ja, wir haben ein kleines Getriebe eingebaut und Gulli sagt uns hier, wir haben drei Geschwindigkeiten. Dem muss ich jetzt schon mal widersprechen. Drei Geschwindigkeiten. Nee, Stillstand ist für mich keine Geschwindigkeit. Leute, nee, so nicht. Beziehungsweise, das ist die erste Geschwindigkeit, was uns Gulli angibt. Nämlich der Leerlauf. Und Leerlauf ist für mich weder ein Gang noch eine Geschwindigkeit. Deswegen, nö. Drei Geschwindigkeiten haben wir schon mal nicht. Aber da bleiben ja noch zwei. So, setzen wir mal ein bisschen zur Seite. Ich schalte mal in den ersten Gang. Ja, warte mal ein bisschen zur Seite hier. So. Und das ist der erste Gang. Der Lenkeinschlag, der ist jetzt nicht so toll, gebe ich zu. Ja, der hat eher was von einem LKW zu tun als von einem Hypercar. Also ich kriege den hier auf dem Tisch auch gar nicht gewendet, weil er einfach zu schnell ist, schon im ersten Gang und der Lenkeinschlag zu gering ist. Den kriegen wir aber auch nicht größer. Ich habe es versucht, geht nicht. Sobald wir den ein bisschen höher machen, schlägt das Rad drinnen am Liftrahmen an und kann nicht mehr drehen. Ja. Aber, was ihr auch seht,
Er ist ein Allradler. Er ist ein Allradler. Also, wir haben wirklich eine Corvette hier mit Allradantrieb. Da weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht recherchiert. Hat das die echte Corvette auch? Schreibt es in die Kommentare, wenn es ist. Ja, das ist der erste Gang. Und ihr hört es schon. Er fährt schön geschmeidig. Ohne Knacken, selbst wenn ich einen spontanen Lastwechsel mache. Klar, den sollte man nicht so oft machen. Beziehungsweise im ersten Gang geht es, glaube ich, noch. Im zweiten sollte man es vermeiden, weil ja die Zahnräder einfach abbrechen könnten. Aber, hoppala, ja, er hat ganz schön Speed. Er hat ganz schön Speed. Cooles Ding. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal die Geschwindigkeit Leerlauf, also 0, Geschwindigkeit erster Gang und Geschwindigkeit Nummer zweiter Gang. Und das ist jetzt der zweite Gang und ihr seht, ich habe hier schon Last, ihn auf dem Tisch ein bisschen zu bewegen. Also er hat wirklich Power, er hat Dampf, er hat das, was ich mir von einem Hypercar wirklich auch verspreche. In der freien Wildbahn, sprich draußen, habt ihr da noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, weil die XL-Motoren brauchen ein bisschen Anlaufzeit, bis sie das ganze gute Stück bewegt haben. Das kann ich hier auf dem Tisch gar nicht so realisieren gerade. Aus gewissen anderen Gründen kann ich auch gerade keine Außenvideos machen. Ja, aber wir sehen, er funktioniert sehr gut, er funktioniert sehr geschmeidig. Man hat Spaß, man hat einfach Spaß mit dem Ding, ja. Wie gesagt, man kann ihn auch gut anfassen, auch wenn mir jetzt ein Teil abgegangen ist. Man kann ihn jederzeit wieder irgendwo hinsetzen, falls man sich doch mal verfahren haben lassen sollte oder so ähnlich. Ja, das waren die Werbeversprechen und ich würde sagen, die sind alle erfüllt. Okay, kleine Abzüge bei dem Licht, kleine Abzüge bei dem Dreiganggetriebe. Ja, streng genommen, ja, hat er drei Geschwindigkeiten, null langsam. Bisschen schneller, aber nicht für mich. Aber in der Summe ein Top-Fahrzeug. Und dann, aber wo Licht ist, ist ja auch immer ein bisschen Schatten. Und der Schatten ist hier, ja, zum einen die Farbseuche innen drin, okay, die wird wieder vom Licht überdeckt. Es wird nämlich alles schön verkleidet. Das nächste ist, Gulli setzt bei den Antrieben immer auf diese Kegelgelenke, die die kleinen Nopsis rechts und links haben. Habe ich bisher persönlich eigentlich nur schlechte Erfahrungen mitgemacht, dass die mit der Zeit abgebrochen sind. Jetzt haben wir bei dem Modell auch keine Ersatzteile dabei, sprich, wenn die einmal durch sind, sind die durch. Ist noch nicht passiert. Ich habe ihn hier schon ein paar Mal bespielt, allerdings auch nur im Innenbereich, nicht draußen. Ich schätze mal draußen, auf Asphalt, wo die Reifen mehr Grip haben, sieht das Ganze nochmal anders aus. Weil wenn ihr danach schiebt, die XL-Motoren hinten blockieren, kann das gerne mal abreißen. Das machen sie aber gerne. Das Problem hatte ich auch schon bei dem Lamborghini Batman-Style. Da war das dasselbe in grün und da sind sie mir übrigens in der Zwischenzeit auch schon gebrochen. Okay, da sollte man sich vielleicht im Laufe der Zeit noch was überlegen oder fixen. Das nächste kleine Manko, was ich finde, was er hat, ist, die Akkuboxen sollten lose im Innenraum liegen. Und ihr wisst genau, gerade bei Power Functions und so weiter bin ich nicht so der Freund davon, wenn was lose da drin rumschlappert. Und deswegen habe ich sie mir fixiert. Seht ihr im zweiten Bauvideo, da habe ich es euch, glaube ich, im ersten Bauvideo, da habe ich es euch gezeigt, wie die zu fixieren sind. Und hat den Nachteil, ich kann sie jetzt nicht mehr ein- und ausschalten. Ich muss jedes Mal die Sitze rausnehmen. Klingt komisch, ist aber so. Ist aber jetzt hier bei dem Modell, speziell jetzt bei dem hier, nicht so tragisch. Ja? Man kommt relativ schnell da dran, weil die Sitze sind nur mit einem Pin festgemacht. Mit ein bisschen Fummelei kommt man da relativ gut dran und kann sie dann auch ein- und ausschalten. Das ist aber definitiv ein kleiner Nachteil. Ja, am besten einschalten, die Türen öffnen und dann kann man sie die Sitze wieder ganz, ganz bequem einsetzen. Ja, das war's. Das ist die 10622 von Gulli, eine Corvette. Als Teilespender würde ich ihn jetzt nicht empfehlen, weil Punkt 1, das Modell ist echt wahnsinnig schön, wahnsinnig gut zu bauen, sehr solide, sehr gut zu bespielen. Teilespender aus dem Grund nicht, denn das Gelb beißt sich mit dem Gelb, was wir sonst kennen. Es ist nicht genau dasselbe. Das hier ist ein bisschen dunkler, geht schon ein bisschen mehr ins Orange rein und man sieht es dann gegenüber den anderen Teilen sehr, sehr deutlich.
Farbunterschiede bei dem Modell, hier und da muss ich mal anerkennen, hat es welche, hat aber auch mehr was mit der Teilebeschaffenheit zu tun, als mit der Farbunterschied an sich. Denn wir haben hier teilweise Liftarme drin, die von Natur aus glänzen. Die Paneele haben sie von Natur aus in matt gehalten. Und da kommt es halt zu einer kleinen Überschneidung, dass das aussieht wie ein kleiner Farbunterschied, was aber eigentlich gar keiner ist. Aber das sieht ihr nur an den Türen und das war es dann auch schon. Viel mehr fällt das gar nicht auf. Hier vorne nochmal so ein bisschen. Also auch nicht der Rede wert. Aber wie gesagt, Teilespender würde ich jetzt grundsätzlich bei dem Modell nicht unterschreiben, weil ihr könnt die Teile einfach farbtechnisch nicht so gut weiterverwenden. Vom Innenraum und den verschiedenen Zahnrädern, dass die verschiedene Farben haben, Schwamm drüber, das kann man alles verwenden. Das Schwarze auch noch, aber das Gelb eben nicht mehr. Und das Gelb ist halt, ihr seht's, eine ganze, ganze Menge. Aber warum sollte man ihn auch als Teilespender benutzen? Er funktioniert sehr, sehr gut. Also meinerseits klare Kaufempfehlung, auch klare Empfehlung für Anfänger. Die müssten dann lediglich bei dem, da gibt es nur einen kleinen Stolperstein, auf den man aufpassen muss. Das ist nämlich, wenn man den Fake-Motor einsetzt, habe ich auch im Bauvideo erklärt. Erst den Fake-Motor, dann die Achse rein. Nicht wie es in der Anleitung steht, Motor mit Achse durchschieben. Das funktioniert nicht. Andersrum und nee, Motor, Achse rein und dann in das Modell einsetzen. In der Anleitung steht es, dass ihr erst den Motor einsetzt und die Achse durchschiebt. Das funktioniert aber nicht. Aber wie gesagt, erstes Bauvideo. Videobeschreibung, Endkarte werdet ihr finden. Ja, ansonsten klare Kaufempfehlung für alle Corvette-Liebhaber, finde ich, für alle Hypercar-Liebhaber und auch diesmal ja durchaus auch für Anfänger geeignet. Deswegen, Gulli, schreibt es euch auf die Fahne, ist eine super Alternative, auch nicht nur zu den Dänen, nein, auch zu Moltking. Einfach tolle Fahrzeuge, einfach tolle Fahrzeuge. Ich habe auch schon das nächste Gulli-Modell, das nächste Hypercar unterm Tisch liegen. Dauert allerdings ein bisschen, bis das kommt. Jetzt kommen erstmal wieder ein paar Moltking-Sachen von mir. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bleibt schön gesund da draußen und bis bald.